Hallo, in diesem Video lernen wir das letzte Potenzgesetz kennen, und zwar geht es um die Potenz einer Potenz. Ja, so eine Potenz einer Potenz habe ich mal hier hingezeichnet und die wird berechnet, indem ich einfach beide Exponenten, also m und n, miteinander multipliziere. Gut, kommen wir zum Beweis. Wir haben hier a hoch m hoch n. Ja, das kann man so interpretieren, dass ein Ausdruck, nämlich diese Klammer hier, mit n potenziert wird. Ja, und die Definition einer Potenz sagt, wenn ich mit n potenziere, dann ist das genauso, als wenn dieser Ausdruck hier n mal als Faktor vorkommt. Ja, also nochmal, a hoch m kommt n mal als Faktor vor. Das habe ich hier symbolisch hingeschrieben. A hoch m kommt n mal als Faktor vor. So, jetzt nehme ich hier diesen Ausdruck und wende darauf das erste Potenzgesetz an. Ja, beim ersten Potenzgesetz geht es um das Produkt von Potenzen, bei denen die Basis gleich ist, ne, nämlich dieses a hier. Ja, und in diesem Fall muss ich die Basis einfach übernehmen und die Exponenten addieren. In unserem Fall heißt das, ich muss diese m's addieren. Ja, der Exponent wird dann also lauten m plus m plus m plus m und so weiter und so weiter, und zwar n mal. Ja, das habe ich hier hingeschrieben. Die Basis wurde ja beibehalten, so wie hier, so wie da. Die Exponenten wurden addiert, so wie hier im Gesetz, ne, im ersten Potenzgesetz. Und zwar, wie oft wurde m addiert? Ja, n mal. Ne, denn dieses m hier, oder besser gesagt, diese Potenz tritt ja n mal auf. Ja, und somit ist das hier das Zwischenergebnis. Als nächstes müssen wir uns an das Video Potenzrechnung 1 erinnern. Dort hatten wir nicht nur definiert, was eine Potenz ist, sondern auch, was ein Produkt ist. Ne? Ein Produkt ist nichts anderes als eine abkürzende Schreibweise für eine Summe mit gleichen Summanden. Ja, und das habe ich hier im Exponenten. Ich habe m plus m plus m und so weiter. Also eine Summe mit gleichen Summanden. Und zwar n mal. Und das entspricht n mal m. So, jetzt muss ich nur noch das Kommutativgesetz, das Vertauschungsgesetz anwenden. Da vertausche ich n und m. Das habe ich hier gemacht. Ja, und schon habe ich hier an dieser Stelle das Gesetz erhalten, was ich beweisen will, nämlich das, was hier oben steht. Ja, damit ist der Beweis vollendet. Gut, machen wir weiter mit den Übungen. Wir haben hier 10 zum Quadrat hoch 3 und das Gesetz sagt eben einfach die Exponenten multiplizieren, also 2 mal 3, das habe ich hier gemacht, und 2 mal 3 ist 6, das habe ich hier gemacht. Und 10 hoch 6, das hätte man jetzt noch ausrechnen können, das ist 1.000.000. Ja, als nächstes haben wir 7 hoch 10 und das Ganze hoch 3. Auch hier müssen wir wieder die Exponenten multiplizieren. 10 mal 3, das ergibt 30. Und das Ergebnis lautet also 7 hoch 30. Ja, kommen wir zur letzten Aufgabe. Auch hier müssen wir wieder die beiden Exponenten, also die 2 und die 3, multiplizieren. Das habe ich hier gemacht. Und 2 mal 3 ergibt 6. Das Endergebnis lautet also 3 halbe hoch 6. Als nächstes lernen wir noch einen Folgesatz kennen, und zwar diesen hier. Der sagt also, wenn ich die Potenz einer Potenz habe, dann kann ich die beiden Exponenten vertauschen. Ja, der Beweis steht auch direkt darunter. Ich habe hier die Potenz einer Potenz und wende jetzt das fünfte Potenzgesetz an, also das, was wir hier oben gelernt haben, dann erhalte ich diesen Ausdruck. Jetzt vertausche ich die Reihenfolge der Multiplikation. Aus m mal n wird n mal m. Ja, da habe ich also das Kommutativgesetz der Multiplikation angewendet. Und jetzt wende ich nochmal das fünfte Potenzgesetz an, aber in umgekehrter Reihenfolge. Ja, also hier von rechts nach links. Und dann erhalte ich diesen Ausdruck hier. Ja, und wenn ich den ersten und letzten Ausdruck gleichsetze, dann erhalte ich hier diesen Folgesatz. Gut, hier steht auch ein Beispiel. 2 hoch 10 hoch 100 ist das gleiche wie 2 hoch 100 hoch 10. Ja, das war's. Auf Wiedersehen.